Leute, heute ist Epic Time, denn wir haben unter anderem Yugi gegen Kaiba. Ja, das Duell schlechthin. Wer wird gewinnen? Der dunkle Magier oder doch der bläulige weiße Drache? Das weiß man nicht. Wie immer bei den Anime-Duellen spielen wir das zusammen mit CK Phoenix. Bedeutet also, falls ihr sehen wollt, wer das ganze Match gewonnen hat, denn ja, wir spielen immer ein Match, bedeutet Best of Three, der muss rübergehen, eben wie gesagt, zu CK Phoenix. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ins Deck. Beim Deck natürlich haben wir sehr klassische Karten wie Sagi, Clown der Dunkelheit, Jin, Force Blunder, aber auch natürlich Schimmerdrache 2 und bläuliger weißer Drache. Beim bläuliger weißen Drachen, wir spielen drei aus zwei Gründen. Erstens, wir können mit Herder Drachen und Drachenrufflöte natürlich ziemlich krasse Kombo machen, das heißt, wir wollen schon einen ziehen und ihr seht, wir spielen Polymerisation, bedeutet, wir können eventuell den bläuligen Ultradrachen rufen. Hier muss man erwähnen, ja, wir nehmen immer die besten Karten der Charaktere und theoretisch könnte man das Deck deutlich spielstärker machen, indem wir wahrscheinlich einen Polymerisation rausnehmen und vielleicht noch einen Drachen rausnehmen. Aber Leute, Kaiba ist nicht so eine drei weiße Drachen. Drei weiße Drachen müssen drin sein. Und Polymerisation, für den Gag finde ich das schon sehr nett und das ist eh ein Armee-Modell. Dann Riesenkeim, super gute Karte natürlich. Dann Beformiert zu tributieren, auch super gut. Antike Lampe, gut mit Jin, aber auch die Lampe selber ist nicht schlecht. Dann haben wir ein Removal mit die Kriegerin. Herr der Drachen, brauchen wir Drachenflöte. Und dann Beatstick. Beatstick, Beatstick, Beatstick und Tributin für Blue Eyes. Beatstick, ein Tributen stark. Chaos im Beraterdrache, unglaublich starke Karte. Und natürlich Obelisk, der Peiniger, Leute. Wir sind natürlich hier ein Gott. Also wir spielen natürlich einen Gott. Dann haben wir Verteidigungsstopp. Wir sind sehr aggressiv. Passt. Ne, für Herr der Drachen. Powerspell, 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 Powerspell. Powerspell, Powerspell, Powerspell. Ihr merkt es, ne? Sehr starke Powerspells auf jeden Fall. Dann haben wir noch natürlich noch Stilles Verhängnis. Natürlich sehr nice zum Wiederholen, auch zum Tributieren, aber auch zum Fusionieren. Also von daher haben wir da auch was. Dann natürlich Zuflucht der Unterwelt, gute Karte. MST super gut, Schrumpfen, noch mehr Beatdown. Crash Card Virus ist eine Karte, die theoretisch man auch rausnehmen könnte, ist aber doch sehr retro, weil sie ist nur kombinierbar mit wenigen Karten im Deck, von daher, ja, mit 1000 oder weniger haben wir da nicht so viel, wir haben natürlich ein paar Möglichkeiten, aber ja, ich finde sie trotzdem nice, wenn sie kommt, ist sie natürlich krass, ne, Ring der Zerstörung auch krass, Klonen, gut zu tributieren, Tyrannenflügel, auch eine Karte, die man rauskicken könnte, aber wir müssen auch auf 40 kommen und wir spielen diverse Drachen, man kann damit öfter angreifen, kann gut sein, Angriff annullieren, blockieren zu tributieren, blockieren zu tributieren. Ihr merkt also, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, man könnte noch X-Kopf-Kanone spielen oder so. Aber ja, Leute, warum X-Kopf-Kanone spielen, wenn du halt eben eine 1,9er spielen kannst? Oder hier, oder besser gesagt 1,7er, dafür aber zwei tributieren für Blue Eyes. Also ihr merkt, das macht schon Sinn. Man kann natürlich variieren, definitiv. Aber dennoch, das Deck und damit gehen wir jetzt rein. Alter, ich bin hyped. Oh, cool. Ich darf sogar anfangen. Ja. Das ist doch super. Was für ein Ja. Mehr. Blue Eyes gegen Dark Magician. Der unendliche Kampf. Also es ist ja wirklich ein unendlicher Kampf, oder? Ja, halt wirklich. Also auf den antiken Steintafeln. Boah. So. Oh. So, dann lasse ich dich mal anfangen. Zieh deine sechste Karte. Ja, die brauche ich. Vielleicht. Nein, also ich habe schon... Also ich kann auch ohne sechste spielen, aber... Oh, mit der sechsten spiele ich doch gerne weiter. So, mein Lieber. Leider muss ich mich jetzt schon entscheiden, ob ich eine gewisse Strategie in mein Deck spiele oder nicht. Aber elegante Wolltitte. Ja. Super. Oh, oh, oh. Okay. Das ist jetzt schwer, mein Lieber. Glaube ich dir gern. Also wir werfen erstmal das ab. Das heißt, Ultradrache wird nicht mehr. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Mit kein Ultradrachen. Aber. Boah, es ist so schwer. Nee, das ist zu stark. Boah, es tut so weh, dass du discarden. Ich weiß ja nicht, was du hast, also. Ah, es tut so weh. MST, okay. Oh, tut das weh. Ah, tut das weh, aber, I mean, es wird schon sehr epic gehen, ne? Okay, ja, dann wollen wir mal sehen. Ich zieh mal eine Karte. Ja. Okay, das ist, das ist krass. Nein! Hallo! Ich hatte nur elegante Bullshit drin, das war's. Also erstmal möchte ich sehen, was du da verdeckt hast. Oh, ja, das wird dir nicht gefallen. Der Krieger. Ah, ist nicht schlecht, oder? Ja, das stimmt, aber das kann man ja einfach loswerden. Ach, TG, warum denn? So, und dann... Ja.
aktiviere ich meinen dunklen magischen Vorhang. Bitte was? Ich rufe den ultimativen Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung, den schwarzen Magier. Und außerdem habe ich noch was Nettes für ihn, meine Zauberformel. Ja, warum nicht komplett übertreiben? schwarze Magier-Attacke! Ah, das tut schon weh. Das tut schon weh. Jetzt kommt mein Blue Eyes nicht mal gegen an. Ah. Ist echt verkehrte Welt. Also einfach der Pharao im Agro-Modus und Kaiba versteckt sich hinter verdeckten Karten. Ja, mi. Topf der Gier. Ja, natürlich, ja. So. Wenn's anders nicht geht, dann halt elegante Wohltäterin und Topf der Gier. So nicht, mein Lieber, ja? So nicht, so. Und ja, ich bin im Verteidigungsmodus. Ich akzeptiere das aber auch. Ich finde das auch okay. Man darf auch mal eine entspannte Kugel fahren. Okay. Findest du nicht? Doch, alles gut. Ich darf ihn nicht angreifen. Es bringt mir nichts, wenn ich ein stärkes Monster rufe. Ich rufe aber jetzt ein starkes Monster, nämlich den erfahrenen schwarzen Magier. Ja, was ist denn los bei dir eigentlich? So. Er übertreibt Kosten. Du hast eh nichts mit 2000 Dev. Na, denkst du, ich aktiviere nix. Meine Kugel. Ja, Riesenkeim. Ja, so ein Ding. Du hast nicht so viele Lebenspunkte, mein Lieber. Das darfst du nicht vernachlässigen. Und ja, das wird auch Schaden für mich, aber auch Schaden für dich. Durchaus, ja. Oder auch nicht. Feindkontrolle? Okay. So, mein Lieber. Ja, okay. Ja, Yogi. Das war's schon dann. Ich ziehe. Ich habe darauf gewartet. Zu diesem Moment. Was kann ich aktiviere gehen? Seelenaustausch! Ja. Ich nehme deinen dunklen Magier. Tu das. Und jetzt weißt du ganz genau, was kommt. Ich opfere dein Monster auf meine Kugel und rufe den mächtigen, bläuigen weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Ach, Junge. Aber ich krieg 1000 Lebenspunkte. Okay, fair. Ja, du, I wish I can do something. Aber ja, ich setze noch eine Karte verdeckt. Wo bist du? Ja, Schwerter wieder, ey. Einfach lächerlich, einfach. So dumme Schwerter, ey. Ich zieh mal eine Karte. Ja. Okay, das ist ja jetzt sehr interessant. Nee, ich finde, das ist so gar nicht interessant, was du hier gerade sagst. Es ist wirklich, durchaus, das ist ja, Nein. Ja, da gut, verteidigt er sich. Große Töne spucken bei mir, aber selber. Mach erstmal. Okay. Es wird nicht besser für dich. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich darf ja nicht angreifen. So, mein Lieber, aber nächsten Zug. Da wird's aber rund gehen. Ich bin gespannt. Okay. Ja, jetzt musst du auch, sonst wird's kritisch für dich. Jetzt muss ich durchaus, das stimmt. Und ich kann auch. Ich aktiviere das Siegel von Orichalcus. Oh, das ist schlecht. So. Und jetzt? Nein. Ich weiß, was kommt. Opfere ich meinen erfahrenen dunklen Magier, es ist um meinen immer treuen Diener vom Friedhof zu beschwören. Den schwarzen Magier. Es ist wie im Anime. 3000. Es ist wie im Anime. Wir beschwören immer wieder Blue Eyes und dunkler Magier. Ja. Es ist ja unglaublich. Ich greife dein verdecktes Monster an. Hast du Glück, dass du kein zweites beschworen hast? Ja. Ja. Das stimmt. Und dann spiele ich eine Karte verdeckt und du bist... So, mein Lieber. Das Duell kann sich dem Ende nähern. Ich beschwöre, Herr der Drachen! Oh, okay. Ich aktiviere Drachenrufflöte. Ach du Scheiße, was? Und beschwöre Kaisergleiter. Ach komm. Leider habe ich nur einen. Und da Mirror Force liegt, aktiviere ich schweren Sturm. Oh doch. Boom. Es liegt da wirklich. So, mein Lieber. Und jetzt
Attacke! Das ist vollkommen egal, denn ich habe noch diese zwei Monster. Angriff! Und Angriff! Das ist einfach so lächerlich. So, mein Lieber. Und jetzt ist einfach so lächerlich. Bist du dran. Ich ziehe. Ja. Und. Ja. Ja, tu es. Verteidige dich. Tu es. Ich aktiviere Seelennehmer. Oh, das war gut. Das ist gut. Ich zerstöre deinen Herrn der Drachen. Ah, das ist schlecht. Du kriegst 1000. Weil er nicht geteilt werden kann. Das ist voll gut. Herr der Drache war Beste. Ich werf Austausch ab. Was? Hä, was kommt jetzt? Und rufe den Trickreichen. LOL! No way! Oh. Ey, welchen Monster gleich ziehe, habe ich gewonnen. Ja, egal was ich tue. Deshalb. Herr der Drachen hat dich so gerettet, ne? Alter. Also er hat dich wirklich gerettet. Ich gebe zu, ich wollte eigentlich Kaisergleiter zerstören, aber. Ja. Ja, Herzerkarten. Yogi, auch ich kann das Herz der Karten glauben. Ich schwöre zwei Köpfe BV mit. Digga. Herz der Karten, glaube ich. Er hat einfach einen Topf der Gier, elegante Bullshit drin. Ja, Herz der Karten. Ja. Du mich auch. Ja, das Rad nähert sich dem Ende, beziehungsweise es werden immer weniger Namen, aber jetzt wird gedreht, was der Charakter für nächste Woche ist. Und es ist... Mal gucken. Es ist... Oh, ein Charakter, den du lieben oder hassen gelernt hast. Aber ich darf ihn auch mal spielen. Rebecca! Oh ja, viel Spaß damit. Damit wissen wir auf jeden Fall, was der Charakter für die nächste Woche ist. Aber was wir noch nicht wissen, wer das epische Duell Yugi gegen Kaiba am Ende gewonnen hat, wissen wir noch nicht. Bedeutet, ihr müsst rübergehen zu CK Phoenix. Wie gesagt, dort wird ein Best of Three dann zu Ende gespielt. Wer weiß, vielleicht habe ich gewonnen, vielleicht hat er gewonnen. Wie gesagt, schaut einfach mal bei ihm vorbei, auch in der Endcard verlinkt. Und mir bleibt natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.